So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe, nämlich suche das versteckte R im Ladebildschirm im Schlürfsaft geschmiedet. Das Ganze mache ich persönlich in Gruppenkeile, weil ich einfach natürlich in Ruhe mein Thumbnail machen kann. Kappa. Und natürlich, weil es am einfachsten halt ist. Außer der Gegner ist da, wo der Buchstabe versteckt ist, aber das werden wir gleich sehen. Ich werde euch natürlich direkt zeigen, wo er ist. Er ist in Slurpee Swamp, aber wo genau, zeige ich euch natürlich jetzt. Ihr seht unten den Passive-Code, wie ich sehe. Es gibt inzwischen Videos, die gerade ein wenig einschlagen, was auch die Abonnentenzahl stark nach oben schlägt. Erstmal Gruß da an alle Neuen und noch drei Abonnenten, dann kommt schon die vierte Zahl hinzu. Wenn dann noch mal 10 kommen, kommt wieder eine Zahl hinzu. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch immer wieder weiterhelfen. Mit der Zone sehe ich schon, wir haben definitiv Glück. Das heißt, wir bekommen den Buchstaben ohne Probleme. Denn wir müssen dahin. Genau da müssen wir hin. So, aber mit dem Gewinnspiel, da gibt es einen kleinen Haken. Nämlich, die Frage ist, wollt ihr einen 10 € Passive-Code oder wollt ihr Skins haben? Das habe ich jetzt in jedem Video bei den Aufgaben mal gefragt. Weil ich schätze mal, es wird schon noch eine Woche, anderthalb, zwei dauern, bis der Code geknackt wird, außer einer ist richtig gut. Und ab dann werden wir mal gucken, wie wir dann weiter vorgehen. Ich werde dann aber noch mal ein extra Video machen, wo ich wirklich explizit danach fragen werde. Aber bis jetzt gibt es nur einen einzigen, glaube ich, der geschrieben hat, Passive Code. Also es läuft daraus hina drauf hinaus, dass wir halt dann Skins verlosen. Was die Skins betrifft, gebe ich euch jetzt schon mal den Tipp. Wie gesagt, Abonnent sein, klar, hilft euch sowieso. Gern ein Like da lassen, hilft mir. Dann schreibt euren Epic-Namen unten in die Kommentare rein und schickt mir am besten schon eine Freundschaftsanfrage an. Ihr seht hier oben links, YT-FamilyHack. Weil, um Skins verschenken zu können, müssen wir auf jeden Fall schon 2 Tage miteinander befreundet sein. Ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. Weil dann muss ich nämlich 2 Tage warten und dann kann ich den erst raushauen. So. Wir sehen auch schon, wo wir hin müssen. Nämlich da. Jetzt hoffe ich nur, dass es auch richtig ist. Ich habe es nämlich nur selbst auf einem Bild gesehen. Aber ich vertraue mir da einfach mal selber. Ja. Warum ist hier nichts? Das war's an der Stelle komplett. Bin ich jetzt hier falsch? Oder stimmt das Bild nicht? Ach, da ist es. Es versteckt sich. So, Thumbnail wird gemacht. Man hat das kurze Ruckeln gesehen. Ich mache vorsichtig aber noch eins. So, wie gesagt, hier ist das R. Ich zeige es auch noch mal auf der Map genau. Also Slurpee Swamp, rechte Seite. Unter dem Ding, ich zeige es euch nochmal, hier ist der Abfluss. So, hier ist der Abfluss. Den Abfluss geht ihr hoch. Und dann seid ihr hier bei dem R. So, einmal angenommen. Zack, können wir rausgehen. 52.000 EP. Dankeschön, schmeckt. Und wir sind fertig mit der Aufgabe. Jetzt muss ich selber nur noch die Kills machen bei Retail Row oder Militärbereich. Und dann habe ich nämlich auch schon alle Aufgaben geschafft. So, wenn dir das Ganze natürlich gefallen hat, gern ein Abo da lassen. Wie gesagt, die nächsten Aufgaben, der Shop täglich wird immer wieder für euch kommen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, viel Spaß beim selber lösen und bis bald.